Herzlich willkommen zur zweiten Sendung Angekommen, Gesichter der Vielfalt. Heute im Studio haben wir Frau Tamara Bunjes. Sie betreut zwei Projekte, einmal Griffbereit und Rucksack. Dann haben wir hier noch Herrn Elias Jank von IBIS, der interkulturellen Arbeitsstelle. Er wird uns das Teilhabepaket vorstellen. Und dann als speziellen Gast noch ein Musiker, Toucan Blaise. Er macht französisch-deutschen Hip-Hop. Frau Bunjes, Sie betreuen ja zwei Projekte, einmal Griffbereit und Rucksack. Was können Sie uns darüber erzählen? Bei Griffbereit, die Mütter mit Kindern sich, also Kinder, die ab 1 bis 3 sind, mit Müttern in alle Stadtteilen, wo auch Stadtteiltreffs sind, sogenannte Gemeinwesenzentren, treffen, einmal in der Woche. Und zweisprachige Rituale üben und machen, die dann im Kindergarten dann vorkommen, nur auf Deutsch. Das ist sozusagen für die Kinder Übergang zu Hause, Kindergarten zu erleichtern und dann auch den Raum und Zeit zu schaffen für diese Kinder und Mütter, dass sie in zwei Sprachen, mit zwei Sprachen und nicht zwischen zwei Sprachen gut begleitet werden. Und dann weiter geht das auch in Rucksack. Rucksackprojekt begleitet die Eltern. Natürlich, Kinder sind schon im Kindergarten, werden in deutsche Sprache gestärkt. Und dann haben wir für Mütter muttersprachliche Materialien, die wir dann halt mit Mütter üben. Ja, also Rucksack wird dann in Zusammenarbeit mit Kitas gemacht. Wir suchen uns extra Kitas aus, wo dann Migrationshintergrund und Migrantenkinder in Mehrheit sind. Also dass dann da sprechen wir den Kindergarten an, ob dann die mitarbeiten wollen, weil ohne Kindergarten können wir Rucksack nicht durchführen, weil es geht um Parallelisierung. Die Sprachen werden parallelisiert, die Themen werden parallelisiert in beide Sprachen und die Erzieherinnen werden ausgebildet für interkulturelle Pädagogik, für zweisprachige Erziehung, für interkulturelle Elternarbeit. Und die Mütter werden auch fortgebildet und Elternbegleiterinnen auch im Rahmen, also auch zu Themen interkulturelle Kompetenz, zweisprachige Erziehung und Elternarbeit auch. Und wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Wo sind Sie aufgewachsen und wie sind Sie nach Oldenburg gekommen? Ich bin in Georgien aufgewachsen. Dort habe ich ich habe dort studiert, bin dort zur Schule gegangen und bin dann mit 22 nach Deutschland gekommen, weil ich auch als zweite Fach deutsche Sprache hatte und wollte in Deutschland ein Jahr leben, um deutsche Sprache gut zu lernen, und habe damals ein Jahr Au-pair gemacht. Genau. Ursprünglich war die Idee, nur ein Jahr in Deutschland zu bleiben, wieder zurückzugehen, und dann bin ich auch zurückgegangen, aber nach einem Jahr kam ich wieder. Ich bin sozusagen Liebesflüchtling. Ich hatte mich damals verliebt hier in Deutschland und dann habe ich mich dafür entschieden, dann hier zu bleiben, weil dann meine Liebe hier gelebt hat. Und er hat gerade angefangen zu studieren, er kommt aus Deutschland, und für ihn wäre dann halt schwierig gewesen, mit nach Georgien zu kommen, weil er die Sprache nicht konnte. Deswegen bin ich dann nach Deutschland gekommen, was ich bis jetzt nicht bereut habe. Wie ist Ihr beruflicher Werdegang? Ich komme ursprünglich aus Georgien, und dort habe ich auf Lehramt studiert für georgische und deutsche Sprache. Und dann kam ich nach Deutschland. Hier habe ich dann in verschiedene internationale Vereine als Ehrenamtliche gearbeitet und 5 Semester Kulturwissenschaften und Kulturgeschichte Osteuropa studiert. Und dann mache ich jetzt seit 5 Jahren Koordination für Griffbereit und Rucksack. Also ich bin sozusagen ausgebildete Lehrerin in Georgien für georgische und deutsche Sprache.
Morgen, guten Morgen. Erst ich und dann du. Also es gibt Rituale in der Gruppe, die dann auch nachher im Kindergarten vorkommen, sodass die Kinder auch an diese Rituale vertraut werden. Zum Beispiel, es gibt ein gesundes Frühstück. Die Mütter bringen dann gesunde, kindergerechte, für altersgerechte Frühstück mit. Die frühstücken zusammen, sodass die Kinder auch mit dabei sitzen und sich an dieses Ritual dran gewöhnen, dass man dann mit dem Essen nicht rumläuft, sondern am Tisch sitzt. Dann wird ein Begrüßungskreis gemacht. In homogene Gruppe wird das in Zweisprache gemacht. In gemischte Gruppen ist Kommunikationssprache Deutsch. Dann gibt es die Bausteine, also die Arbeit. Wir haben ja Arbeitsmaterialien und wir haben 64 Spiele, die nennt man Bausteine, also 64 Spiele, sogenannte Bausteine, die werden dann eingeführt und dann gibt es Freispiele für Kinder, sodass die auch Mütter sprechen miteinander, gucken schon auf die Kinder, was sie machen, aber sodass die Kinder auch miteinander in Interaktion gehen und spielen. Und dann gibt es nochmal Abschlussritual. Das sind die praktische Arbeit in der Gruppe bei Griffbereit. Hände bitte. Hände waschen muss ein jedes Kind. Hände waschen geht nicht so geschwind. Nun sind die Hände sauber, ja. Doch leider ist kein Handtuch da. Drum müssen wir sie schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis die Hände trocken sind. Ja, was waschen wir jetzt? Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt einen kurzen Einblick auch in Ihre Biografie bekommen und wie Sie hierher gekommen sind. Wie ist jetzt nun die Resonanz auf diese Projekte? Nehmen diese Projekte viele in Anspruch oder wie sehen Sie das? Griffbereit wird sehr gut besucht. Wir erreichen unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen, sind sehr gut besucht. Also die 11 Gruppen sind gut besetzt. Also am Anfang hatten wir vor 5 Jahren natürlich ein bisschen, es wurde sofort sehr gut angenommen, aber bestimmte Bevölkerungsgruppen hatten wir da Schwierigkeiten gehabt. Und dieses Jahr und seit letztes Jahr haben wir auch sozusagen alle erreicht, die wir erreichen wollten. Unsere Elternbegleiter sind auch Honorarangestellten, die werden für deren Arbeit, die sie dann machen, die Gruppen zu betreuen, honoriert. Und von 7 Rucksackgruppen sind 5 gut besucht und bei 2 Kitas haben wir bisschen Schwierigkeiten an die Mütter, also an regelmäßige Treffs, dass sie dann an regelmäßige Treffen teilnehmen und deswegen haben wir das ein bisschen umstrukturiert. Inwiefern haben Sie das da umstrukturiert? Wir haben jetzt sozusagen Stadtteil Elterncafé wollen wir gründen in Dietrichsfeld, wo die dann halt alle Stadtteilmütter angesprochen werden, auch in verschiedene Kindergärten werden die informiert und da können die sich einmal im Monat treffen und dann werden die Ideen gesammelt, welche Themen wollen die Eltern dann besprechen zu Thema Erziehung und dann wird das dann mit Dozentin begleitet. Ja, vielen Dank, Frau Bunjes, für die detaillierten Einblicke in die beiden Projekte Griffbereit und Rucksack. Ja, kommen wir zu einem anderen Projekt. Herr Jank, die interkulturelle Arbeitsstelle IBIS bietet Nachhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund. Würden Sie vielleicht Ihr Projekt mal uns genauer vorstellen? Ja, gern. Also es ist so, dass seit 2011 es so ist, dass Familien, die sozial schwach sind, also die halt entweder von Hartz IV leben oder Arbeitslosengeld II bekommen oder Wohngeld bekommen oder Leistungen nach dem Asylleistungsbewerbergesetz bekommen, dass sie halt Anträge stellen können und also einen Antrag auf Nachhilfe stellen können. Das läuft dann so aus, dass die Eltern dann halt die Anträge dann halt bei der Schule beantragen müssen. Das heißt, die Lehrkräfte der Schulen müssen halt diesen Förderbedarf bestätigen. Und dann ist es so, dass die Eltern halt mit diesen Anträgen dann zu uns kommen. Und wir übernehmen dann natürlich die ganze den Verwaltungsapparat gegenüber dem Jobcenter und auch der Wohngeldstelle, um einfach auch die Familien zu entlasten, weil es manchmal für sie auch schwierig ist, einfach mit Behörden in Kontakt zu treten, aber auch diesen Prozess also auch mitzugestalten. Das ist uns wichtig, also dass wir als IBIS, als Koordinationsstelle im Endeffekt halt die Eltern bei diesem Prozess unterstützen. Das ist uns halt in diesem Projekt gelungen. Das ist so halt, dass die Familien auch also aus verschiedenen Schichten sind, auch ein Großteil überwiegend ist bei uns halt bei IBIS, das sind
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die einfach halt, entweder kommen die Jugendlichen selbst auf uns zu oder die Eltern kümmern sich also ganz stark darum, dass ihre Kinder halt, die versetzungsgefährdet sind oder wo das, die Lernziele gefährdet sind, im Endeffekt die Anträge bei uns stellen. Und dann ist es halt so, dass wir dann halt die Bewilligung bekommen. Das können dann drei Fächer sein in der Regel. Und jedes Fach kann ungefähr bis dann 3 Stunden bewilligt werden. Also das kann Mathe sein, Deutsch, Physik, Chemie. Und wir versuchen dann im Endeffekt dann über Honorarkräfte im Endeffekt da halt diese Lernförderung zu gewährleisten und auch durchzuführen. Es ist meistens so, dass wir dann halt Studenten von der Oldenburger Uni dann halt als Honorarkräfte gewinnen, die dann Lehramt studieren und dementsprechend dann halt in der Praxis dann halt die Lernförderung für uns durchführen. Welche positiven Erfahrungen machen Sie denn mit den Kindern, die einen Migrationshintergrund haben? Also für uns ist es so, dass wir sehr, sehr viele Kinder aus verschiedenen Nationalitäten haben. Also das ist nicht so, dass es irgendwie eine Schicht ist, sondern es sind viele Nationalitäten, die bei uns... Also wir haben Jugendliche aus Kamerun, wir haben einen Großteil aus dem Irak, die bei uns die Förderung halt genießen. Es sind auch deutsche Kinder dabei aus dem russischsprachigen Raum. Also das ist ganz bunt gemischt ist das. Und unsere Honorarkräfte sind natürlich auch, also sie kommen aus verschiedenen Ländern und wir versuchen im Endeffekt, dass sie halt den Kindern dass sie die Kinder unterstützen. Das ist auch meistens so, dass wir manchmal auch Honorarkräfte ansetzen, die halt auch dieselbe Sprache sprechen wie die Familie, um einfach da halt diese Brücke zu bauen. Aber natürlich, dass dann halt auch als Idole für die Kinder diese Honorarkräfte fungieren können, dass sie sehen können, so, oh, es gibt jemanden aus meiner Nationalität oder mit meiner Herkunft, der im Endeffekt einen hohen Bildungsabschluss hat, was vielleicht als Idol fungieren könnte. Das ist uns ganz wichtig. Verbessert sich die Leistung denn dadurch? Es ist so, also uns geht es ja nicht darum, dass wir sofort die Noten komplett verbessern und so weiter. Uns geht es ja im Endeffekt darum, dass das Methoden und die Kinder Kompetenzen kriegen, dass sie irgendwann mal so weit sind, dass sie selbstständig diesen Bildungsweg alleine gehen können. Manchmal ist es leider halt so, dass Familien ihre Kinder nicht unterstützen können, weil denen einfach die Sprache fehlt, manchmal auch sie keinen Bildungshintergrund mit sich mitbringen. Und das versuchen wir halt mit dieser Hausaufgabenbetreuung. Und es ist natürlich auch so, dass wir ganz gezielt auch zum Beispiel Honorarkräfte auch in die Haushalte auch schicken. Einfach, dass sie einfach die Lebenssituation der Familie und auch der Kinder kennenlernen. Dann nehmen wir Kontakt mit den Eltern auf und sagen, okay, wir haben eine Lehrkraft, die für sie in Frage kommt und wir möchten gerne ein Kennenlerntreffen vereinbaren. Und dann ist es so, dass wir die Honorarkraft und die Eltern, das Kind mit, weil das Kind ist ja auch wichtig in dieser Sache, dass wir sie dann einladen und dementsprechend dann halt uns gegenseitig kennenlernen, auch vielleicht dann Zeiten vereinbaren, das Ausmaß der Lernförderung. Und natürlich auch, um zu sehen, was ist den Eltern wichtig und ob natürlich auch die Chemie passt. Wenn es nicht passt, das haben wir auch in der Vergangenheit gehabt, dass einige Eltern gesagt haben, das passt nicht. Da haben wir gesagt, okay, wir gucken dann mal weiter. Also wichtig ist, dass da halt im Endeffekt eine gewisse Sympathie da ist und nicht irgendwelche Blockaden entstehen. Und das gelingt eigentlich mittlerweile ganz gut, muss ich sagen. Also wir haben fast über 70, 80 Kinder, die bei uns in der Lernförderung sind. Und es ist auch so, dass wir meistens also Einzelförderung machen oder höchstens 2, 3 Kinder in der Förderung haben, weil uns wichtig ist, dass die Kinder also mit ihren Schwächen auch gefördert werden und nicht irgendwo ein Frontalunterricht stattfindet, sondern mit einer großen Gruppierung und so. Uns ist das einzelne Kind wichtig in dieser Lernförderung und dementsprechend haben wir unser Konzept auch dahin gelegt, dass wir sagen Einzelförderung, aber höchstens 3 Kinder. Ja, vielen Dank, ein wirklich tolles Konzept. Nun kommen wir zu einem musikalischen Beitrag von unserem Studiogast Toucan Blaze. Sein Künstlername ist Deblison und er wird für uns heute seinen Song performen Zwischen zwei Welten. Viel Spaß! Zwischen zwei Welten. Hey. Ich wurde öfter gefragt, wo ich hier komme, wie lange ich schon hier bin. Dazu kamen sie fragen, warum ich hier bin. Ehrlich gesagt, jeden Tag, ich mach mir Gedanken. Ich weiß, es gibt keine schlechten Fragen. Warum finde ich nicht die richtigen Antworten? 2004 bin ich hier gelandet. Mein erstes Gefühl war ein enormes Leben wie ein enormes Zuhause. Direkt wusste ich, meinen Eltern zu bedanken. Ohne viel zu versprechen, Mama, mach dir keine Sorgen. Schnell ging es um das Thema Integration. Integration mit mehreren offenen Fragenzeichen. Immigranten und Toleranz war selten dieselbe Straßen. Im Beruf weniger Sprachkenntnis bedeutet weniger Geld in der Tasche und weniger Möglichkeiten. Der große Unterschied war kein Grund zu vergleichen zwischen Deutschland und Heimat. Fing an die Gedanken. Ich gebe mein Bestes und kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Welten. Ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter zwischen Deutschland und Heimat. Ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt.
das Leben, wie es kommt, zwischen zwei Welten. Ich mach mir Gedanken, zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter, zwischen Deutschland und Heimat. Ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt. Mittlerweile, ich komm zurecht und beherrsche die Sprache. Hab einen Job, ein Girokonto bei der Sparkasse. Gott sei Dank, ich darf hier bleiben. Willkommen in Deutschland. Jetzt fängt an das neue Leben zwischen Heimweh und Disziplin. Angst, Stress, Gesetz und Alltag. Ich sehe eine neue Perspektive, eine bessere Zukunft. Wegen meiner Herkunft, ich muss mich dafür zweimal beweisen und zweimal zerreißen. Mama, alles wird gut, ich kann nicht alles verraten. Ich kämpfe mich durch jeden Tag und mach mir Gedanken. Gebe mein Bestes von A bis Z. Such den Mittelpunkt zwischen Ost und West. Verschiedene Dialekte, wie meine Freunde erzählen. Selbstverständlich beim Thema Integration habe ich einige bestanden. Zufrieden bin ich weniger anverstanden. Und zufrieden frage mich noch wie lange. Und frage mich noch wie lange. Zwischen zwei Welten, ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter. Zwischen Deutschland und Heimat, ich gebe mein Bestes, nimm das Leben wie es kommt. Zwischen zwei Welten, ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter. Zwischen Deutschland und Heimat, ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt. Und wenn man sich fragt, was ist meine Heimat passiert? Jede weiß, wie viel haben die Menschen dafür kassiert? Misere und Korruption zerstört die ganze Nation. Zwischen Regierung und Opposition, es geht um die große Portion. Jede verlangt für sich und keine nimmt die Schuld. Du bist ein Held, du bist gefressen und schnell, du bist weg, weg. Wie Millionen von jungen Leuten, sie wollen nur weg, weil keiner mehr glaubt, dass eines Tages könnte das Wunder passiert. Die Stärke überleben, aber die Träume sind zerstört. Ich mach mir Gedanken, seh meine Leute, geh auf die Straßen. Gewalt gegen Gewalt, ich bin Zivilien und Soldaten. Politik und Kritik, miserable Demokratie, Mittelpunkt der Debatte. Und keines versagt und keiner übernimmt die Bilanz. Keiner übernimmt die Bilanz, die Bilanz. Zwischen zwei Welten, ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter. Zwischen Deutschland und Heimat, ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt. Zwischen zwei Welten, ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter. Zwischen Deutschland und Heimat, ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt. Zwischen zwei Welten, ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter. Zwischen Deutschland und Heimat, ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt. Zwischen zwei Welten, ich mach mir Gedanken. Zufrieden und zufrieden, das Leben geht weiter. Zwischen Deutschland und Heimat, ich gebe mein Bestes, nimm das Leben, wie es kommt. Zwischen zwei Welten, die Blaiseau. Ouais. Okay. Zwischen zwei Welten. Yeah. 2012. Je représente. Okay. Ja, vielen Dank für den musikalischen Beitrag, der war wirklich sehr toll. Die Blaiseau, würdest du dich vielleicht für die Zuschauer nochmal vorstellen? Ja, ich bin die Blaiseau und ich komme aus Kamerun und ich lebe seit 2004 in Deutschland. Wie bist du zu der Musik gekommen? Ja, das hat sehr, sehr früh angefangen, mit 16 ungefähr. Und am Anfang hat nur Gedichte ein bisschen geschrieben und das wird immer mehr und mehr und bis irgendwo man hat gemerkt, dass ja, man würde gerne auch, dass die ganze Welt man zuhören. Und hat sich so entwickelt, man hat schon auch früher so viele Liebe zur Musik, weil mein Bruder macht auch Musik und ich glaube, dadurch hat auch sich auch dieses Gefühl auch ein bisschen weiter entwickelt. Und ja, und heute schreibe ich selber meinen Text und meine Lieder selbst. Deine Muttersprache ist ja eigentlich Französisch. Jetzt hast du ein Album rausgebracht mit deutschem Titel Der Schwarzkopf. Mhm. Wie fühlst du dich denn als Schwarzer sozusagen in der Gesellschaft? Also hattest du bis jetzt immer positive Erfahrungen, negative oder konntest du dich immer gut integrieren? Wurdest du aufgenommen? Ja, ich glaube, in Teil, ja, ich würde sagen, dass ich fühle mich auch angekommen. In anderen Teil, man hat immer so das Gefühl, man ist genauso nicht akzeptiert, wenn man in Konfrontation mit Problemen wie Diskriminierung ist. Und genau, man merkt, okay, man gehört irgendwo anders. Und so kann man sich nicht so 100% angekommen fühlen. So, und ich werde auch oft mal mit Rassismus auch konfrontiert. Das ist alltägliche Situation. Und ich glaube, in meiner Musik verarbeite ich auch diese ganze Situation im Alltag und deswegen in meiner Musik ergehe ich meistens um dieses Thema Integration von
Politik bis zur Gesellschaft und die Themen, die mich berühren, sagen wir mal so. Und ich versuche einfach, mich zu äußern und das, diese ganze Situation mit zu verarbeiten. Hast du vielleicht Ziele, die du in naher Zukunft noch verwirklichen willst mit deiner Musik? Ja, mein Traum ist, einfach weiterzumachen und irgendwann auch viele Leute damit helfen können. Auch, ich freue mich schon, wenn die Leute in meiner Musik sich finden. So, wenn ich etwas schreibe und die Leute kommen und sagen, oh, ich habe deinen Text gehört und das hat mich berührt und ich fühle mich genauso, wie du dich fühlst oder wie du dich gefühlt hast, wenn du den geschrieben hast. Und das ist für mich die Belohnung. Für mich, ich will einfach nur mit meiner Musik mich äußern, dass die Welt mich zuhört und vielleicht könnte ich durch die Musik auch etwas ändern, Kleinigkeit ändern. Und das wäre für mich schon so ein großer Traum. Vielleicht fragen sich jetzt einige Zuschauer, wo kann man denn deine Musik kaufen? Ja, momentan, ich bin noch am Abend am Aufnehmen und ich glaube, wenn alles gut läuft, bis Ende des Jahres wäre schon zu haben, im Internet oder auf CDs. Hast du denn auch eine Internetseite, wo man dich vielleicht kontaktieren kann, ja, momentan, als Künstler auch? Ja, momentan, man kann mich bei Facebook unter www.facebook.com/deblizzo und ja, das ist meine Hauptseite im momentan im Internet. Ja, vielen Dank. Später hören wir nochmal ein anderes Stück von dir, was du auch selber geschrieben hast und bis hierhin erstmal danke. Ja, danke. Ja, wir haben jetzt gerade über Griffbereit und Rucksack gesprochen und dann noch natürlich über die Arbeit in der interkulturellen Arbeitsstelle. Gibt es da vielleicht schon so kleine Vernetzungen oder gibt es da schon so Berührungspunkte? Oder kann man jetzt sagen, okay, Griffbereit und Rucksack ist ein guter Ansporn und auch später für die Arbeit in der interkulturellen Arbeitsstelle? Ich denke, das ist halt wichtig, also wo Frau Bundis und die auch vielleicht ansetzen, das ist ein Großteil mit Sprache, dass sie wirklich auch die Sprache der Eltern fördern, aber auch die Mehrheitssprache, also Deutsch fördern, das sehen wir bei Ibis ja genauso. Also uns geht es ja darum, dass die Kinder trotzdem ihre Sprachen und ihre Stärken entwickeln können, aber auch trotzdem in der Gesellschaft auch ihren Platz finden können. Das ist uns ja wichtig in diesem Bereich. Und Großteil, ich glaube, der Kinder, die sie hat, die ganz klein bei ihr sind, da sind die älteren Geschwister auch bei uns bei Ibis anzufinden, denke ich mal. Also da ist sich Oldenburg sich sehr nahe in dieser Thematik, finde ich. Ist das denn auch so Netzwerke oder ist das noch, sind die Berührungspunkte noch nicht so gegeben? Wir sind sehr gut vernetzt, würde ich sagen. Also das Motto ist auch von Griffbereit und Rucksack um mein Kind. Also es ist ein afrikanisches Sprichwort, die dann halt Rucksack und Griffbereit als Motto übernommen hat. Und das heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und wir versuchen durch Vernetzungen im Stadtteilen und in ganz Oldenburg diese Dorf zu gründen und zu schaffen. Das ist, würde ich sagen, uns gelungen. Wo dann die Kinder richtig gut in diesem Netz, die wir aufbauen, gut aufgefangen werden können. Und ich habe auch beruflich ganz viel mit Elias zu tun. Ich habe letztes auch mir die Flyer von Bildungspakten abgeholt und die kriege ich auch teilweise, die kriegen auch unsere Mütter, weil die, wie gesagt, wie Elias sagt, haben auch größere Kinder, ältere Kinder, die dann halt an dem Projekt auch teilnehmen könnten. Und wir sind auch mit unseren Projekten ja in fast schon 6 Stadtteile und arbeiten mit Gemeinwesenzentrum zusammen, mit Kita zusammen, mit Einrichtungen, die dort im Stadtteil sind, sodass dann halt die Mütter in alle Einrichtungen auch kennenlernen. Und unsere Elternbegleiter, die wir haben, sind auch selber Frauen vom Stadtteil, die dann auch die Sprachen sprechen, die dann die Mütter auch bei uns können, sodass dann halt auch diese sprachliche Barrieren dann auch überwinden werden können, auch wenn das halt Kommunikation mit Einrichtungen sind. Und oft ist das ja so, dass dann halt an sprachliche Barriere gibt und dass da auch die Mütter dann unterstützt werden. Was vielleicht auch ganz interessant ist, Frau Bundis, weil ich das halt in den Filmaufnahmen gesehen habe, sie hat ja halt einen sehr hohen Anteil an Frauen, die bei ganz kleinen Kindern aktiv ist. Bei uns ist ja genau die Gegentendenz festzustellen und so weiter. In dem Moment, wo die Kinder halt schon ein bisschen älter sind, so, oder, ist das eine Domäne, was eigentlich die Väter bei uns großteilig übernehmen. Das heißt, die Anträge stellen, die Kinder begleiten, Termine mit uns ansetzen und auch natürlich als Ansprechpartner fungieren. Also das finde ich ja total spannend, auch zu sehen, dass da im Elementarbereich die Mütter wesentlich aktiver sind und wenn es halt die Kinder ein bisschen älter werden, dass dann die Väter eigentlich eine gute Rolle übernehmen. Das finde ich bemerkenswert, muss ich sagen. Ne? Ja, Deblizzo, du bist selber Vater. Wie wächst denn dein Kind auf? Ja, mein Sohn ist gerade 10 Monate alt und ich glaube, er wächst auch zweisprachig auf. Wie viel Latein wohnst du? Ich wohne in der Nähe von Oldenburg, Bad Schwichtern.
Okay, sonst könnte ich zu griffbereit gucken. Das wäre sehr schön. Ein Angebot auch für dein Kind? Ja, natürlich. Ich bin auch hier mit Migrationshintergrund, mein Sohn automatisch. Das bedeutet, es ist auch gut, wenn er sich auch mit anderen Kindern, die auch Migrationshintergrund haben, auch sich mischt und auch ein bisschen vielleicht auch etwas Neues lernen. Und kann nur gut tun. Kann nur besser für ihn sein. Ja, vielen Dank für das Statement. Und jetzt zum Schluss vielleicht nochmal, wie sehen Sie den Ausblick oder was wünschen Sie sich für die Zukunft für die beiden Projekte, die Sie betreuen? Ich wünsche mir jetzt natürlich, dass es weitergeht. Also wir sind jetzt seit 5 Jahren dabei und man sieht es, dass es halt seine Früchte trägt, dass es halt Vertrauen geschaffen hat. Auch am Anfang waren die Mütter ein bisschen manche skeptisch, was ist das überhaupt, weil der Trägerschaft hat ja auch Amt für Jugend, Familie und Schule. Dann war mal vielleicht eine oder andere Mutter war vielleicht ein bisschen skeptisch, wobei das wir jetzt nicht so direkt gemerkt haben, kann ich mir denken. Und inzwischen ist es ja so, dass das so gut angenommen wird, weil ich das hat auch damit zu tun, weil das Projekt Zeit hatte, so lange zu leben und hat diese Vertrauen geschaffen und dass es auch weitergeht. Und ich wünsche mir auch natürlich dieses Ziel, was Rucksack und Griffbereit hat, diese Mehrsprachigkeit und diese Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben, nicht als Problem gesehen wird, sondern als Ressourcen, als Kompetenten gesehen wird, weil diese Mehrsprachen, die da, in denen diese Kinder aufwachsen und in denen diese Menschen mit dieser Sprache und mit dieser Kultur, in denen diese Menschen hier in unserer Gesellschaft leben, das sind die Ressourcen, die dann dieses Land hat und dass man das nicht als Problem sieht, sondern eher, ja, wie gesagt, sehr positiv und dass man das ein Stück weit mitbegleitet, gut aufnimmt und auch für die Schulen und für die Kitas, dass sie dann das andere Blick dafür bekommen, dass diese Kinder keine Defiziten mitnehmen, sondern die bringen 3- oder 2-Sprache in den Kindergarten rein, in die Schulen und dann damit, dass die dann diesen ressourcenorientierten Blick haben. Diese Kinder brauchen vielleicht mehr Zeit als monolingual aufwachsende Kinder, aber dass man auch diese Zeit diesen Kindern auch gibt und denen dann schön begleitet, also ressourcenorientiert und andere Blick darauf hat, dass man das sieht, was sie können und nicht das, was sie nicht können. Und dann können die dann an eigene Stärken dann gut aufwachsen. Das wünsche ich mir. Das ist Ziel für unsere Projekte, das zu vertreten und ich wünsche mir, dass es auch erreicht wird dann. Ja, vielen Dank. Das wünschen wir uns natürlich hier auch alle. Herr Jank, was können Sie noch dazu sagen? Also ich denke, bei unserem Projekt ist es natürlich auch wichtig, wir wollen ja mit diesem Projekt ja Chancengleichheit schaffen und so weiter, weil es in der Vergangenheit immer so war, dass viele Kinder und Jugendlichen, die einfach halt aus sozial schwachen Familien kamen oder Migrationshintergrund hatten, einfach nach Benachteiligung ausgesetzt waren. Und jetzt, da die Regierung in diesem Bereich ja gut reagiert hat, was sie auch bei den Eltern gemacht haben, ist es ja diese Chance, die Kinder und Jugendlichen positiv nach vorne zu bringen und natürlich sie mit ihren ganzen Stärken auch nach vorne zu bringen. Ich denke, wie Frau Bundis auch sagte, diese Sprachenvielfalt, die diese Kinder mitbringen, sollte als Bereicherung verstanden werden. Wobei auch es wichtig ist, auch, dass die Muttersprache oder auch die Mehrheitssprache genau dieselbe Gewichtung auch hat und nicht darauf bestanden wird, dass das Kind Deutsch lernen muss, aber es vergisst ihre eigene Muttersprache. Das sollte nicht im Sinne der Integration sein. Und ich denke, es ist halt auch wichtig, dass wir es schaffen, dass viele Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Endeffekt einen guten Abschluss erreichen. Und natürlich auch, ich sag mal, ihren Weg auch in der Mehrheitsgesellschaft gehen. Das finde ich wichtig, dass wir da halt eine Brücke schlagen, dass Kinder genauso wie auch ihre deutschen Freunde und so weiter auch dieselben Möglichkeiten und Perspektiven und auch Chancen haben. Es gibt nichts Schlimmeres im Endeffekt, wenn ein Kind im Endeffekt aufgrund von Chancenungleichheit in eine schiefe Bahn gerät, wo es halt kriminell wird oder wo es halt im Endeffekt für sich keinen Ausweg sieht. Und ich denke, wenn wir Arbeit haben oder einen vernünftigen Abschluss haben, kann dieser Mensch seinen Platz auch in unserer Gesellschaft finden. Und das ist mir wichtig auch, dass wir es schaffen, so gut wie möglich, dass viele Kinder einfach merken, ich bin wertvoll für diese Gesellschaft. Und das können wir nur, wenn wir im Endeffekt gute Abschlüsse erreichen und wo auch ein Mensch seinen Platz findet. Das ist uns wichtig in dieser Arbeit. Ja, vielen Dank. Diblezo, was ist für dich wichtig, für die Zukunft, für dich, für deine Familie und im Allgemeinen? Ja, sag mal so, musikalisch, ich wünsche mir auch, dass durch die Musik, dass ich auch viele Leute auch helfen kann und dass ich auch meinen Beitrag zur Integration durch die Musik auch bringen kann. Vielen Dank. Ja, dann hören wir zum Abschluss nochmal das ganz kurz, wie heißt das zweite Lied, was du gerappt hast? Blick nach vorne.
Ja, zum Abschluss sehen wir nochmal Deblaiseau live hier im Studio mit dem Titel Blick nach vorne aus dem Album Der Schwarzkopf. Viel Spaß. Ich sprich mehr als nicht schimpfe Worten. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Wer kann mir sagen, warum mein Leben ist immer so gespannt? Ich war noch nie entspannt. Die haben wie in Straßenbahn. Können mir keinen gefallen. Im Betrieb wie in Liebegeschichte. Ich war öfter zu lieb, hatte noch keine echte Beziehung. Woran es liegen könnte, sag mir keinen Gesicht. Im Bericht, ich rede über Immigration als Alibi. Die gute Freunde gab's nur beim deutschen Unterricht. War die gleiche Problem, war der Grund zum Gleichgewicht. Ich hab immer nach vorne geblickt. Durch Wolken und Schnee, hab keine Ausweg gesehen. Durch die schwere Zone, Zone. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie, in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die schwere Zone. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie, in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die schwere Zone. Ich hab einen riesen Schritt gemacht und mein Leben ist immer so gespannt. Integration auf Frage gestellt, die Politik hat versagt. Ich blick nach vorne, sieh die Industrie als beste Chance. Die Musikkarriere auf der Bühne als letzte Chance. Trotzdem geh ich meinen Weg, nach jedem Schritt stärkt die Motivation. Ich kaufe tausend von CDs für nur dieselbe Geschichte. Ich bin gekommen, schon hat der deutsche Rap ein neues Gesicht. Erstes Album, schon jeder sich fragt, wer das ist. Ich schwarze Kopf, die Hoffnung, eine neue Generation. Ich bleib auf meinem Weg und du kannst mir nichts Besseres empfehlen. Geliebt oder gehasst, hab ich das verdient. Du kannst mir glauben, ich hab keine Superstar-Ambition, deswegen hab ich noch nicht bei DSDS beworben. Nimm an, jede Schimpfe Wort vor der Respekt und Toleranz, egal ob Regen oder Sonne. Ich blick nach vorne, trotz aller Schwierigkeiten. Die positive Energie fließt in mir und keine Revolution. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die sperre Zone. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie in mir brennt es wie die Sonne. Schwarze Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die sperre Zone. Mein Vorfahren war schon hier vor der Zeit des Krieges. Und ich kämpfe heute weiter vor dem Preis des Friedens. Zwischen Hoffnung und Realität sind die Probleme mein Alltags. Ausnahme, Temperament, Porsche, Cayenne, schon bin ich invisiert. Keine Panik, ich hab andere Talente und gute Manier. Am Last und Akten bewiesen, nun finde sie Vertrauen in mir. Keine Ahnung, ich bin immer noch derselbe wie ein vor ein paar Jahren hier. Außer meine Meinung, in mir hat sich nichts verändert. Ich blick nach vorne, sieh nur neue Gesetze. Meine Leute in die Sperre, Zone voller Stress. Große Ambition und der Hausarrest. Schwarze Kopf von Ingenieurskarriere, die Bühne ist mein Revier. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die sperre Zone. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die sperre Zone. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die sperre Zone. Trotz aller Schwierigkeiten, ich blick nach vorne, vorne. Positive Energie in mir brennt es wie die Sonne. Schwarzer Kopf mit dir drin in diesem Land. Ich gehöre zu den Leuten, die sperre Zone. Ja, vielen Dank für diesen musikalischen Beitrag. Da möchten wir uns natürlich auch bei unseren Gästen bedanken, insbesondere bei Frau Tamara Bunyes, dafür, dass Sie heute hier waren. Natürlich auch bei Herrn Young und bei unserem Künstler Deblaiseau. Die nächste Sendung ist am 4.4. um 19 Uhr wieder hier bei O1. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten würden. Vielen Dank.